Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, ich bin am nächsten Tag, ne? Später Herbst. Morgen soll es schneien. Deswegen wird das mit dem Ansehen auch nichts mehr vom grünen Roggen. Also muss ich das im Frühjahr machen. Naja, ist denn halt so, ne? So, wir werden jetzt aber erstmal zu Feld 19 fahren und da grubbern. Ich habe die Grubber schon hinter. So. Und es soll regnen. Es regnet schon die ganze Nacht. Den ganzen Tag soll es auch noch regnen. Ja, deswegen habe ich Zwillingsbereifung drauf, damit wir uns hoffentlich nicht so doll festfahren, wenn das hier alles, was natürlich so jetzt hier bei mir jetzt so nicht geht, nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine, dass wir uns hier nicht festfahren beim Grubbern. Vorgewinde noch ein bisschen lassen. Hier an den Seiten lasse ich auch ein bisschen was stehen. So, ich habe den Glas noch einmal, weil nur einmal in der Werkstatt mit gleichzeitig auch noch ein bisschen dran rumgebastelt. Dass er wieder ein bisschen auf Vordermann kommt. Hier müssen wir ein bisschen mehr lassen. Hier die Ecke machen wir ein bisschen weniger. Ne? Mal so ungefähr. Entweder liegt das jetzt an der Zwillingsbereifung oder konnte vorher auch nicht so doll lenken. Einfach nur ja, den Raps habe ich, ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gesagt, Raps habe ich auf jeden Fall schon mal aufgeladen, aber momentan der Preis nicht so gut. Er soll, denke ich, oder er wird noch steigen, also bis 1290 oder so sollte der nachher insgesamt gehen. Aber wenn ich kurz davor bin, ja, 1280 oder so, dann würde mir das auch schon reichen. Viel höher geht er aber nicht. Oh. Ja gut, lassen wir einmal mit den Helfer hier eine kleine gerade Bahn reinziehen. Ja, wie gesagt, also Regen, Regen, Regen. Gegen 21 Uhr soll es anfangen zu schneien. Ja, okay. Ja, morgen halt, ne? Minus 1. Minus 6. Ups, das war ein Stück zu weit. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wir machen hier trotzdem einmal ein bisschen Licht an. Ein Arbeitsscheinwerfer, das brauchen wir, denke ich mal, nicht. Ist zwar hell genug.
Ja, alles gut aus. Die Kalt ist auch. Eigentlich wollte ich hier auch noch Gülle fahren, aber im Regen Gülle fahren, ja. Nee. Wie gesagt, bis nachher das Risiko zu groß, dass wir uns hier denn noch festfahren. Und nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ende der Saison rückt auch immer näher. Wie gesagt, im Winter ist nicht wirklich was zu tun. Ein bisschen Schnee schieben höchstens. Bei der Gemeinde hier im Dorf. Und bei uns auf dem Hof das ein oder andere noch verkaufen. Mit den Hafer natürlich. Ne? Die Sojabohnen sind ja erst im Frühjahr, glaube ich, war das. Ende Frühjahr, Anfang Sommer, glaube ich. Irgendwie so. Also ich sag mal, der Glas mit der Zwillingsbereifung sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Auch ein schönes Gerät. Ich sag einmal, alles vorproben. Wegen den Fahrgassen, die wir hier drin haben. Ja. Ich hatte erstmal geguckt wegen einer Mission, irgendwie Düngermission, aber ist leider zurzeit keine drin, ne? Sonst hätte der Helfer das so nebenbei noch mal ein bisschen machen können, ein bisschen dicker Düngen fahren. Aber leider nicht. Vielleicht später noch mal. Jetzt noch mal gucken, ansehen, sehen, grubbeln, sehen, grubbeln, nö, nix. Seemission ist natürlich auch Feld, aber Feld 3 ist riesig, da brauche ich ewig mit meinem Gespann. 1275, wie gesagt, ich hoffe mal, eigentlich sollte es noch wieder steigen. Eigentlich. Ob wir das aus der Innenansicht auch so ein bisschen hinkriegen hier.
eigentlich nicht so schlecht aus. Also ich denke mal, ich werde zum Frühjahr hin auch noch die ein oder anderen Geräte austauschen oder so, umtauschen, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und ein paar schöne Geräte noch wieder mit dazu oder beziehungsweise finde ich besser. Sehen für mich einfach schöner aus. Ja, wegen Drescher bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig, ob der Fendt noch eine Saison bleibt. Oder ob wir uns denn einen anderen holen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der Fendt-Drescher bleiben soll oder ob er nächste Saison getauscht werden soll. Ja, und dann müssen wir mal gucken wegen Häcksler. Wollte hier auch noch. Aber ihr wisst ja auch, Kühe soll noch. Und die Gerätschaften dafür brauchen wir dann auch alles. Einstreuer, Futtermischwagen. Wasserfass, Wasserfass, Viehtransportanhänger brauchen wir auch noch, ne? Alles so Sachen, das kostet alles Geld, ne? Die Kühe an sich kosten ja auch Geld. Deswegen, es wird alles nicht billig. Deswegen, die Kühe gehen vor und alles andere werden wir dann sehen, was wir uns noch holen, eventuell, oder umtauschen an Maschinen oder Geräten. Und deswegen ist ja gut, dass wir denn doch noch ein bisschen mehr Geld haben. Wie gesagt, vielleicht kommt noch der ein oder andere Düngerauftrag, wo man noch ein bisschen Geld mitkriegen könnte. Weil hier so ansehen, ist mir ein 2,8 weniger. Ja. Ob sich das denn so lohnen würde. Das Saatgut müssen wir dann auch noch verwenden. Und das mache ich auf keinen Fall. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Deswegen so ein Düngerauftrag wäre schon nicht schlecht, so auf dem großen Feld. Gibt dann auch ein paar tausend Euros. Gut, ich sehe aber gerade schon wieder, dass wir am Ende angekommen sind. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, werde ich das hier noch ein bisschen fertig machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.